Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lurch und Lama Podcasts, eurem Podcast zu allem, was das Thema Rollenspiel herzugeben hat. An meiner Seite, wie immer, meine fantastische, einzigartige, gut aussehende und talentierte Co-Moderatorin Shiraki. Hallo, lieber Jens. Du hast wohlriechend vergessen. Wohlriechend? Habe ich nie wohlriechend gesagt? Nein, ich glaube, das hat gefehlt. Das hat gefehlt, das tut mir leid. Ja, frech. Aber okay, ich lasse es dir mal durchgehen. Einmal. Heute geht es um ein Thema, das Solid aus der Lurch und Lama Community heute Morgen im Discord vorgeschlagen hat. Und niemand soll uns nachsagen, dass wir nicht sofort auf die Wünsche aus der Community eingehen. Es geht um Immersion. Und ich habe mich gerade für einen Titel entschieden. Spielen ohne Würde. Wie man Immersion schafft. Fangen wir erstmal damit an. Shiraki, was ist denn Immersion? Immersion ist, wenn man selbst so richtig im Spiel ist. Also so als der Charakter. Und im besten Fall seine Mitspieler mitzieht. Im besten Fall, man muss seine Mitspieler mitziehen? Im besten Fall ist Immersion, finde ich, etwas, was sich überträgt, ja. Okay. Eigentlich kommt Immersion, jetzt kommt wieder das Lama. Ja, ja. Eigentlich kommt Immersion aus der Astrophysik. Kein Witz. Es ist der Moment, in dem ein Himmelskörper komplett in den Schatten eines anderen Himmelskörpers eintaucht. Also bei einer Mondfinsternis zum Beispiel oder bei einer Sonnenfinsternis ist die vollständige Immersion die vollständige Mond- oder Sonnenfinsternis. Das heißt, die Himmelskörper schieben sich voreinander und der eine ist im Schatten des anderen versunken. Das ist Immersion. Insofern wären aufs Rollenspiel übertragen die Spielenden der eine Himmelskörper und das Rollenspiel, also das Spiel selber, der andere. Da kommt man nämlich schon. Hast du ein Bild gezeichnet? Ja. Damit sind wir fertig. Nein. Da kommen wir tatsächlich schon zu dem ersten Punkt, über den sich die Rollenspieltheorie ein bisschen streitet. Denn Immersion muss nicht bedeuten, dass man mit seinem Charakter verschmilzt. Das ist also keine Grenze mehr zwischen dem vom Charakter Erlebten und dem eigenen Erlebten gibt, sondern dass man vollständig im Spiel versinkt. Wenn man nämlich kleine Kinder sieht, die irgendwie Mensch ärger dich nicht spielen und total in diesem Spiel drin sind und völlig die Welt um sich herum vergessen, dann denken die ja nicht, sie sind ein Miepel. Ja gut. Also klar. Sie verschmelzen ja nicht mit dem Miepel, sondern mit der Aktion des Spielens. Und sie sind vollständig im Moment und vollständig im Spiel. Das ist eine Definition von Immersion. Du hattest jetzt eben die andere. Du hattest nämlich, dass man so sehr mit seinem Charakter in seinem Charakter versinkt, dass man auch, wenn man mit den anderen am Tisch spricht, nie aus der Rolle rausfällt, immer der Charakter ist und wenn dem Charakter etwas Schlimmes passiert, das mitfühlt. Wobei das ja auch Teil davon ist, vom im Spiel versinken. Ich finde, sein kann. Ja, das eine gibt es ja schlecht ohne das andere. Du kannst im Spiel versinken, ohne in einem Charakter zu versinken, aber du kannst nicht im Charakter versinken, ohne im Spiel zu exakt, sein. Exakt. Tatsächlich gibt es viele Rollenspieler da draußen, die sagen, das wäre so der perfekte Moment des Rollenspiels.
Was war das denn für eine kleine nervige Werbefliege? Aber wo du gerade hier bist, schön, dass du dir unseren Podcast anguckst oder anhörst. Wenn er dir gefällt, dann lass uns doch ein Like da, schreib einen Kommentar hin, folge diesem Kanal und wenn du mehr Informationen haben möchtest, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es alle möglichen Links. Da gibt es einen Link zu uns, da gibt es auch einen Link zu Shiraki, die das hier mit mir zusammen macht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder auf lurchundlama.de einkaufen und dort all eure Rollenspielprodukte bekommen, die ihr für die Zukunft braucht. Oder ihr schaut mal vorbei auf patreon.com/lurchundlama, Link auch unten in der Beschreibung. Und schon ab 3 € im Monat könnt ihr uns unterstützen. Tut euch nicht wahnsinnig weh, hilft uns aber sehr. Denn überlegt mal, wenn das 10 Leute machen, dann sind schon 30 €. Wenn das 100 Leute machen oder 1000. Einfach so vollständig versunken in der Geschichte, absolut drin. Man merkt gar nicht mehr, dass man eigentlich im Wohnzimmer vom Kumpel auf einer umgedrehten Bierkiste sitzt, sondern man hat das Gefühl, gerade im Hafenbecken von Havena zu schwimmen, während ein Dämon hinter einem her ist. Yay! Es hat alles Vor- und Nachteile. Ja, und es mag auch nicht für jeden das perfekt, der perfekte Moment sein. Für den Eben. anderen mag vielleicht der perfekte Moment sein mit seinen Kumpels, die er lange nicht gesehen hat, bei Bier und Brezeln am Tisch zu sitzen und Figürchen hin und her zu schieben und sich Gedanken zu machen über Taktiken oder sowas. Ich finde, das ist ein, da gibt es ja kein richtig und falsch, wie In meistens. meiner Definition, wie ich sie gerade genannt habe, sind nämlich die, und das sind jetzt gerade so, natürlich schmeißen wir gerade mit absurden Klischees um uns, die Leute, die im Partykeller auf den Bierkisten sitzen, was trinken, dabei Rollenspiel machen, von mir aus sogar, weiß ich nicht, Blood Bowl spielen und voll dem Spiel zujubeln. Die sind ja eigentlich genauso im Hier und Jetzt und in diesem Moment und komplett mit dem Moment verschmolzen. Also es gibt beide Arten, die beide Immersion bedeuten und beide doch etwas sehr Unterschiedliches bedeuten. Welches ist deine bevorzugte Art, liebe Schieben? Ich bin am liebsten im Charakter und in der Situation. Ich stimme dir zum Teil zu. Bevor ich aber rede, wollte ich erstmal fragen, warum? Also, was macht das für dich so besonders? Ich bin vor allem dann einen Moment nicht hier, geistig. Bin für einen Moment nicht ich. Und muss mich mit anderen Problemen auseinandersetzen als die, die ich habe. Das heißt, ich habe einfach mal Urlaub von der Realität für eine Zeit. Und dann ist mir tatsächlich auch fast egal, wo und wer ich dann in dem Moment bin. Okay. Inwiefern? Wenn es ein guter Rollenspielmoment ist und ich sehr in der Immersion bin, dann ist es für mich okay, also es ist gleichwertig für mich, ein dicker Bibliothekar zu sein, der gerade von einem namenlosen Schrecken durch eine Bibliothek gejagt wird und um sein Leben kämpft. Oder ob ich eine Ritterin bin, die sich zusammen mit ihrer Heldentruppe einem Drachen stellt. Die Fantasie ist in dem Moment nicht das Entscheidende, sondern das Nicht-Hier-Sein und in der Okay. Fantasie-Sein. Also der Charakter, der du bist, das ist das, was eigentlich egal ist, solange du in ihm versinken kannst. Das meinst du damit? Der Charakter und die Situation auch, also ob es eine gute oder eine schlechte Situation ist, ist in dem Moment auch nicht wichtig. Es ist das nur das die Flucht an sich, das Du Nicht-Hier-Sein. möchtest das Sein vergessen.
Ich möchte das Hiersein vergessen, ja. Okay. Für den Moment. Bei mir ist es sehr gemischt, weil ich auch sehr gemischte Erfahrungen gemacht habe. Es gibt einen Grund, warum ich mehr Spielleitung bin als Spieler. Eben weil ich sehr dazu neige, mich extrem so in meine Figur reinzuknien. Und dann kommt es bei mir zu dem sogenannten Bleeding, wie das so schön heißt. Also das ist ein Begriff, der sehr schwierig zu fassen ist. Im Prinzip heißt das, dass die Emotionen von der einen Figur sich mit der Emotion der anderen mischen, und zwar in beide Richtungen. Also Sachen fließen so ineinander über und werden eins. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nach Spielesessions sauer auf Freunde war und echt eine Zeit lang brauchte, da wieder rauszukommen. Und das hat mir, also das kann sehr, sehr schön sein in der richtigen Gruppe, aber es kann auch sein, dass einem das so gar nicht gut tut. Ich hatte das auch schon und verstehe, was du meinst. Ja, auf jeden Fall. Also das Sauersein hatte ich schon, das sich schlecht fühlen, weil dem Charakter was passiert ist, hatte ich schon. Also im Sinne von nicht einfach so dieses getrennt haben, sondern dieses, wie du sagst, Bleeding, dass es vom Charakter auf einen selbst überschwappt. Und ich hatte das mal, dass wir hatten es mal, dass wir eine Runde beenden mussten für den Abend, weil ein NSC gestorben ist, den wir sehr, sehr gerne mochten. Und dann waren wir so fertig und frustriert und hinüber, dass unser Spielleiter gesagt hat, okay, das hat überhaupt keinen Zweck. Wir hören jetzt mal hier auf. Mann, Leute, das ist doch nur ein Spiel. Und wir waren Ja. so richtig Table Flip. Ja, das ist, also das ist, so sehr viele Leute sagen, das ist so das angestrebte Maximum des Rollenspiels, ist das ja nicht, also man sollte da auch so ein bisschen auf sich aufpassen. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Wenn man sich aufmacht für etwas, heißt das ja nun mal auch, dass Sachen rüberkommen können, die man jetzt gerade nicht beabsichtigt hatte, die man gerade nicht eigentlich nicht haben will. Das ist so ein Risiko, ja. Übrigens funktioniert das Bleeden in beide Richtungen. Ich habe es genauso schon erlebt, dass gerade wenn Paare mit am Tisch sitzen, dass man sich irgendwie, dass man am Tag davor von mir aus, gar nicht mal am Tag selber, irgendwie Stress miteinander hatte und man dann am Spieltisch merkt, dass die Charaktere das miteinander austragen. Also, wie du es gerade gesagt hast, Immersion ist tatsächlich sehr, sehr zweischneidig, kann wahnsinnig anstrengend sein. Und wenn man sagt, Rollenspiel ist für mich, also ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben, ja, ich will da einfach nur zusammensitzen mit Freunden und einen schönen Abend haben, ist die perfekte Immersion vielleicht auch der falsche Zustand, in dem man sich an so einem Abend befinden könnte. Ja, ich denke, es kommt immer sehr darauf an, was man haben will in dem Moment. Wie gesagt, mir ist es meistens gar nicht so, ich muss mich nicht gut fühlen beim Rollenspiel, immer. Also ich habe sehr oft Abende, wo ich einfach Bock habe auf die Erfahrung, die mir das Rollenspiel dann in dem Moment gibt. Das kann auch eine negative sein. Aber natürlich gibt es dann auch Tage und Wochen, wo ich denke, boah, jetzt noch so ein negativen Blow brauche ich eigentlich gerade nicht. Es wäre schön, Ja. wenn es mal jetzt was Positives wäre. Einfach nur so ein bisschen oberflächlich mit meinen Freunden was spielen. Was ich übrigens immer erstrebenswert und gut finde, ist die andere Immersion. Also das voll und ganz im Moment des Spiels sein. Also im Hier und Jetzt mit den Freunden zusammen. Das, was du gesagt hast, einfach mal die Sorgen und das Hier und Jetzt vergessen. Bin ich voll bei dir. Funktioniert prima, wenn man einfach in diesen Moment des
Wir sind hier mit Freunden zusammen, wir spielen, wir lachen, wir haben Spaß. Von mir aus fürchten wir uns auch oder kommen ein bisschen in Stress, weil das Abenteuer zeitkritisch ist an der Stelle. Wir kennen aber immer die Grenze. So, ich weiß immer, da ist der Charakter, hier bin ich. Ich versuche schon, den Charakter mit seinen Emotionen so gut wie möglich darzustellen und versuche auch nicht, mich künstlich vom Charakter zu distanzieren. Was irgendwie mich jetzt auf den Titel auch wieder gleich bringt. Ja. Sondern zu sagen, ich spiele und ich mache jetzt auch nur das und bin Kein nur Handy. hier. Kein Handy, Kein zweiter Tab. kein zweiter Tab, kein Radio im Hintergrund auf. Ich versuche mal nicht über die Arbeit nachzudenken und über den Stress, den ich habe oder über Probleme mit der Familie, sondern lass mich in dem Moment treiben und bin hier mit Freunden. Und das funktioniert, egal ob mit Everdell oder Blood Bowl oder Rollenspiel. Das funktioniert mit Rollenspiel ist ein bisschen einfacher, weil ich mich auch noch in eine Fantasiewelt denke. Der Titel Spielen ohne Würde kommt übrigens daher, dass, und jetzt kommen wir mal zu den Tipps, wie man das erreicht. Wenn man voll in diesem Spielmoment drin sein möchte, sagen möchte, ich bin jetzt hier und ich mache das, dann ist ein gutes Mittel zu sagen, wenn ich über das, was im Spiel passiert, rede, lasse ich den Konjunktiv weg. Also die Möglichkeit der größtmöglichen Distanzierung von dem, was im Spiel passiert, ist, wenn man sagt, mein Charakter würde dann jetzt die Tür knacken. Ja. Dafür habe ich Dietrich plus drei. So, dass die größere Distanz zum Geschehen im Spiel geht nicht. Die nächste Stufe ist Alrik würde dann jetzt die Tür knacken. Man ist im Moment immerhin schon so weit, dass man den Namen seines eigenen Charakters benutzt. Die nächste Stufe ist, ich würde dann jetzt die Tür knacken. Man ist immerhin schon so weit, dass man vom eigenen Charakter als ich spricht. Und ich glaube, am meisten Spaß in der Situation bekommt man, wenn man sowas macht wie, ich hole aus meiner speckigen Ledertasche mein Dietrich-Set raus, gehe zu der Tür und fang an, das Schloss zu bearbeiten. Und dann sagt der Spielleiter, würfel doch mal auf Schlösser knacken. Ja. Das ist so die Abstufung. Und ich glaube, mit dem letzten, das ist eine Möglichkeit, dichter am Charakter drin zu sein, selbst wenn man nicht, wie du und ich, dazu neigt, zwischendurch die Grenzen zum Charakter zu vergessen. Was hast du noch für Tipps, um immersiv zu sein? Also alle Ablenkungen abschalten hatten wir ja schon. Also keine Tabs aufhalten, das Handy aus der Hand legen, solche Geschichten. Aber das ist ja auch mehr oder minder normal. Ich neige dazu, wenn ich einen Charakter habe, den ich öfter spiele, bestimmte Sachen anzuziehen oder Kleinigkeiten zu haben, die mich an den Charakter erinnern. Zum Beispiel hatte ich ja für Nissa das. Die Kette von Nissa, die hatte ich auch von Anfang an schon. Einfach weil ich dann Kette an, jetzt bin ich Nissa. Oder der Papagei-Ohrring, so, jetzt bin ich Hilariel. Es ist so dieses, so ein kleiner physischer, so eine kleine physische Erinnerung für mich persönlich, wer ich gerade bin. Das hilft mir meistens. Können übrigens auch charakterspezifische Würfel sein, zum Beispiel. Ja, wenn ich. Ich habe für Charaktere, die ich lange spiele, eigene Sets. Also es muss nicht quasi ein Kleidungsstück oder ein Schmuckstück. Es kann auch sein, dass der Charakter ein eigenes Notizbuch hat
oder eine bestimmte Art Stift, dass man für den Decker bei Shadowrun ein Tablet benutzt und für den Zwergenkrieger jetzt vielleicht nicht eine Steintafel, aber zumindest irgendwie ein eher grob haptisches Notizbuch. Das sind auch ganz tolle Hilfen. Und ich finde, es ist auch, wenn es eben kein One-Shot, sondern was Längeres ist, hilft es mir auch extrem, mich in den Charakter hineinzuversetzen, wenn es dann soweit ist, indem ich mich noch zwischen den Spielen ein bisschen mit dem Charakter beschäftige. Ich habe jetzt zum Beispiel ja mit Beatrice angefangen, ein Tagebuch zu führen, was so passiert. Und das ist für mich dann auch immer wieder mal was. Ich beschäftige mich mit dem Charakter, ich weiß mehr, wie der Charakter tickt und wie er zu Dingen steht. Und dann muss ich da nicht so, brauche ich nicht so lange, bis ich mich da reingefunden habe dann. Eins ist auch noch ein Punkt, dass man, was man schon vor der ersten Spielsitzung machen kann, je mehr man sich für den Charakter Motivationen ausdenkt, Motivationen, Ängste, das, was wir jetzt vor der Hexenkampagne gemacht haben, in den Vorab-Streams, desto leichter fällt es einem, sich in den Charakter reinzudenken, selbst wenn man Distanz zum Charakter hat, fällt es einem dann sehr leicht, wenn der Charakter in Bedrängnis gerät, Entscheidungen zu treffen. Also, weil man einfach weiß, was der Charakter will und wovor er Angst hat und wie er tickt. Und dann kann man in so einer Spielsituation sehr schnell sagen, was der Charakter tut, ohne dass man irgendwie eine Psychostudie für den Charakter braucht. Ja. Und dann noch was für Leute, die wie ich eher optische Menschen sind. Ich denke nach auf dem Papier in der Regel. Das heißt, wenn ich einen Charakter baue, male ich den immer vorher, bevor ich anfange zu spielen, weil ich während dem Malen mir den Charakter mehr oder minder ausdenke auf dem Papier. Mhm. Und dann denke ich drüber nach, was er für Klamotten anhat, was er für Kleinodien dabei hat, wie sieht seine Ausrüstung aus, ist die gepflegt oder ungepflegt. Und das sind so Geschichten, die mir dann auch jedes Mal extrem helfen, meinen Charakter auszubauen. Also wer malen kann, malt euren Charakter vorher und denkt auf dem Papier nach. Ansonsten schreibt's auf, wie er aussieht. Das geht auch völlig. Und ein letzter Tipp, wenn es Dinge gibt, die euch stressen und die euch Sorgen machen, dann, wenn ihr euch mit euren Freunden trefft und es Freunde sind und nicht irgendwie eine spontan zusammengekommene Online-Gruppe, und sprecht doch mit denen darüber, was euch beschäftigt, was an dem Tag doof war, und sagt dann auch wirklich, so, finde ich gut, das konnte ich jetzt sagen, ich packe das jetzt weg. Und jetzt spielen wir. Und das tut wirklich gut. Dann kann ein Spiel sehr schön sein. Und dann funktioniert es auch, so immersiv zu sein, dass man sagt, ich bin in der Spielsituation und nicht halb auf der Arbeit oder bei Insta oder bei was auch immer. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema ganz gut umrissen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also ist Immersion für euch ein Thema? Ist Rollenspiel etwas, wo ihr das überhaupt versucht? Habt ihr zumindest die Immersion zu sagen, wir sitzen hier zusammen und währenddessen ist uns die Welt außenrum scheißegal? Was hilft euch dabei? Was stört euch furchtbar? Das wäre ganz cool. Schreibt uns das mal. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon gerade unten in den Kommentaren seid, lasst ein Like für das Video da. Oder folgt vielleicht mal dem Kanal. Und bis dahin verbleiben wir als euer Lama und eure Shiraki. Bis dann. Tschüss. Tschüss.